Die Erkenntnis der Nacht war also, wäre man nicht, gäbe es nicht den Verwurf, wäre man nicht dieses neuen Auge, dieser Wurm mit den drei Orifizien im Vertilgen und Vertilgt werden, würde man nicht diesen Entsetzensmoment des Aufwachens haben, dann wäre diese Konstruktion, die am Ende alles so übererfolgreich machen muss, nicht so genialisch aufgespreizt worden, nämlich den Verwurf, den Auswurf, das Ansichtigmachen dieser Verworfenheit, dieser organizistischen Leiblichkeit und Undenkbarkeit, dann in dem Einführung des Verrates, der Verwerfung des ersten Undenkbaren, des ersten Unbegreiflichen, des ersten, das kann nicht wahr sein, dass da noch etwas anderes, Alienierendes existiert, was sich der Körper autochton absolut Souveränität bemächtigt und bedient und alles verschlingt und mir nimmt. Denn nur durch dieses Erblicken des Mangellochbegehrens, das der Phallus der Mutter abgeht, aber sie ihn finden muss, damit sie ihren Mangel immer wieder zuzustopfen versucht, damit nur dieses Verwurfserlebnis lässt dann diese geniale Konstruktion sich wiederholen, genau dasjenige zu vollziehen, das Ganze zu zelebrieren, die ganze Messe, die ganze Litanei, die ganze Liturgie, den ganzen Ritus immer wieder zu wiederholen, den Klöppel in der Glocke, den Stab an die Klangschale zu klopfen, um das in Schwingung zu bringen, damit ein Ersatzton, eine Musik, eine sprachlose Stimme ertöne als Trostgesang für die Tatsache, dass, wenn das einmal tot ist, nie wieder Antwort erfolgen wird von dort her, dass der Tod Kierkegaard nicht die Angst vor dem Sterben ist, sondern die Angst, es wird nie wieder Antwort ergeben, es wird nie wieder zu sprechen sein, es wird nie wieder dasjenige, was jetzt existiert, dasjenige sein, das dann existiert, sondern dann nicht mehr existieren wird. Also, die gestrige Vorstellung war, was für ein Glück, dass die Menschen gar nicht bemerken, welche herumwandelnden Sandwürmer sie sind, Verdauungsschläuche, Lustquietschesäcke, die in ihrem Alltagsstumpfsinn einfach das zu vollziehen haben, was die Aktionen fordern, um das Leben zu perpetuieren und zu wiederholen, aber dabei nichts davon bemerken dürfen, dass sie ja da sind, dass sie ja diese
Apparatur darstellen, die das zu wiederholen hat, aber nichts davon weiß, nichts von ihrem bewusstseinsfähigen Bewusstsein weiß, gar nicht bemerkt, dass es da ist, dass sie wirklich da sind, zum Glück. Denn würden sie sich erblicken im Spiegel dessen, das sie erblickt, ja, dann würden sie nicht bescheiden werden, wie Sloterdijk das sagt, sondern dann würden sie eben vor diesem Haupt der Medusa erstarren und nicht mehr herumwuseln. Die Verwerfung der Verwerfung, der Urverwerfung ist also notwendig, um den traumatischen Wiederholungszwerg anzukurbeln, der alles am Laufen hält, einschließlich der Verkennung des Nichterblickens seiner selbst.